Grüß Gott. Wenn Sie auf Ihren eigenen Lebensweg schauen, da werden Sie manches Schönes, manches Schwierige finden. Und vielleicht schauen Sie dann auch manchmal auf den Lebensweg anderer Menschen. Und Sie haben vielleicht den Eindruck, da geht es besser. Als Christinnen und Christen schauen wir auf den eigenen Weg, ohne uns zu vergleichen, und versuchen, diesen Weg gut zu gehen. In diesem Sinn wollen wir bitten: Ich will nicht schielen nach den erfolgreichen oder unbeschwerten Wegen der anderen. Auf Gott will ich schauen und mich an ihm freuen. Dann wird mein Herz nicht neidisch auf andere blicken. Vielmehr werde ich entschlossen nach meinem eigenen Weg suchen, ganz den meinen, nach Gottes Plan. Ich will meinen Weg gehen und mich nicht fragen, wie lang der Weg wohl ist, wie schwierig er werden könnte, welches Leid er bereithält, ob er Ruhm, Ansehen oder zu Reichtum führt. Meinen Weg will ich gehen, ja zu Gott sprechen und mich und mein Leben ihm anvertrauen. Deshalb heißt es auch im Psalm 37: Vertrau auf den Herrn und tu das Gute. Bleib wohnen im Land und bewahre Treue. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertrau ihm. Er wird es fügen. Und dieser Fügung des Herrn wollen wir uns anvertrauen, wenn wir um seine Segen bitten. Und so segne uns der allmächtige und gütige Herr, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.